Vor allem die schwarzen Wähler sind es, die Hillary Clinton hier in North Carolina umwirbt. Ihr Kontrahent Donald Trump, sagt sie, betreibe eine Politik gegen Minderheiten. Sogar der Ku Klux Klan habe sich nun für ihn ausgesprochen. Unterstützung erhält Clinton von ihrem einstigen Rivalen, Präsident Barack Obama. Donald Trump habe immer wieder gezeigt, dass er einfache Amerikaner verachte, so Obama, bei einem Auftritt im Swing State Florida. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass dieser Typ die Interessen der Arbeiter vertritt. Das hat Trump sein ganzes Leben lang nicht getan. Stattdessen hat er Minderheiten beleidigt, Migranten, Muslime und Amerikaner mit Behinderungen. Soll das wirklich eure Stimme sein? Donald Trumps Frau Melania versucht in Pennsylvania, die weiblichen Wähler zurückzugewinnen, die ihr Mann verprellt hat. Ich werde Anwältin für Frauen und Kinder sein. Während seine Frau versöhnliche Töne anstimmt, setzt Donald Trump vor Anhängern in North Carolina auf Angriff. Diesmal wieder gegen Flüchtlinge. Hillary wolle zu viele Menschen aus den gefährlichsten Gegenden der Welt ins Land lassen. Beiden Kandidaten ist klar, so kurz vor der Wahl zählt jede Stimme.